Guten Hu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 20 Karriere mit St. Pölten und Anne Pichel. So, wir haben gerade gesehen, auf uns wartet das Finale des Österreich-Pokals gegen Rapid Wien. Und da ist es. Ja, letztes Spiel, um die Saison noch würdig zu verabschieden, weil in der Liga sind wir ja, glaube ich, nur Zweiter geworden, wenn mich nicht alle täuscht. Genau. Aber immerhin, wir sind Meister, das heißt, wir müssten dann nächste Saison Champions League Quali spielen. Was ja so gar nicht verkehrt ist. So. Und das könnte natürlich noch mal so ein ganz klein wenig Geld in die Kassen spülen. So ein Pokalsieg. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. Genau. Genau. Und jetzt geht's los und wir werden zeigen, was wir können. Wer fehlt denn da? Ach hier, Ingulic ist krank. So, grün-weiß gegen Kanarienvogelgelb. So, und da sind wir zum Pokalfinale. Mal gucken, wo das stattfindet. Im Stade Municipal. Okay, da haben wir aber eine weitere Anreise gehabt. Egal. Voilà. Gut, den habe ich übersehen. Natürlich. Puh, Wiegler. So, nun komm. Oh, risky! Aber schöner Kopfball. Warum gibt er mir? Das ist doch schon wieder so typisch, anstatt dass er mir den anderen gibt. Nee. Mann, ey, ich hätte schön aufs Tor durchlaufen können. Das glaube ich einfach nicht, ey. Ja, natürlich. Ey. Geht doch.
So, die verdiente Führung. Schön direkt genommen. Sah aber durchaus haltbar aus, aber das ist mir dann aber auch egal. Und noch eine Ecke. Natürlich. Ey Leute, nee. Normalerweise wäre sowas ein Foul, weil den Ball hat er nicht gespielt. Nur mal so als Tipp. Das darfst du keinem erzählen, ey. Ist das schlecht. Und darauf sind die auch noch stolz. Schön gemacht. Abseits. Naja, dann. Ich hätte gedacht, dass er am Abseits steht. Aber wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, ist es halt auch kein Abseits, ne? Komm, Luxi. Abseits. Mist. Mist, Mist, Mist. Diese Pässe. Echt mal. So, aber bisher ein sehr souveräner Auftritt unserer Mannschaft. Nur nach vorne könnte eben halt noch ein Stück weit mehr passieren. Also ich gucke mir mal an, wie schnell der Gegner war, weil ja, ich habe ja hier mit das Schnellste, was es gibt, auf dem Platz. Und dass der dann einfach mal so mitzieht, ist doch eher unwahrscheinlich. Zumal meiner ja auch noch aus vollem Lauf gekommen ist. Natürlich. Ach, liebe Leute. Weil ja so ein Querpass auch so schwer ist.
Dafür könnte man dann durchaus auch mal Gelb zeigen. Blöd. Und schwupp, da macht er seinen Doppelpack. So, Messerer kommt rein. Schön gemacht. Schön gestört. Da wollte ich doch ja nicht hinspielen. Das war jetzt mein Fehler. Ach, je. Jetzt habe ich mich gerade aufs Niveau von ES-Boss runterbegeben mit meinen Fehlpässen. Jawohl. Boah, das hat da ein bisschen zu genau gezielt. Aber auch das passiert. So, Drescher geht, dafür kommt Petrovic. Und hier kommt eine Ecke. War mal eine Idee wert. War schön gemacht. Boah, schön zurückgelegt. Und Arase darf auch. Kelvin Arase. Boah, ein Quedrogo darf auch noch mal. Sehr, sehr schön. Doch, gefällt mir hier. Schön durchgesetzt. So, Isiaka Quedrogo. Boah, schön gemacht von Petrovic. Und Luxi darf auch nochmal.
Also in der Defensive gefallen sie mir richtig gut heute. Was macht der denn da? Trick 17 mit Selbstüberlistung. Sehr schön. Und Ende im Gelände. Wir sind Pokalsieger. Und das ist gut so. Da können Sie sich zu Recht freuen. Einen tollen Pokal gespielt. So, nächstes Jahr gibt es dann internationalen Fußball in St. Pölten. So, jetzt noch die Pressekonferenz erledigen. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, wir sind ein tolles Team. Nach dem Spiel stecken Sie im Abstiegskampf. Hä? Ach, EA Sports, ey. Völlig bescheuert. Danke für das Gespräch. So, Turnierpreisgeld. Was haben wir denn da? 150.000. Hui, hui, hui. Da wäre ich ganz Europa leer kaufen. So, damit auch. Guck mal, 94er Managerbewertung. Österreich-Pokalgewinner St. Pölten. Ja, damit werden wir jetzt die Saison beenden. Noch ein bisschen trainieren, damit die Leute hier auch... Oh, so ja. Unser ZOM mit einer... Ah, mit einer 53. Charpentier mit einer 65. Oh. Wollen wir Quadrogo behalten oder wollen wir... Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Zur Not können wir ihn halt auch immer noch verkaufen. Weil der ist schon 31. Egal. Ja, geht doch. Und zur Not können wir dann vielleicht noch für ein bisschen Geld nächste Saison verkaufen. Da freut er sich. So, mehr oder weniger. Zwiebel. Okay, jetzt gucken wir mal. 78 bis 92, 81 bis 87 und eine 72 bis 92. 66 schon. So, mal gucken. Nö. Nö. Oh ja, die nehmen wir mit. Jeremy Gauthier. Die nehmen wir auch erstmal mit. Die Patrice und Alphon nehmen wir auch mit. Sehr schön. So, dann gucken wir natürlich auch gleich mal, was das für Handels sind. Maxime Charpentier, den kennen wir schon. Genau, Antoine Beaumont kennen wir auch. Cédric Rosset. Herve Alphon ist... Oh, Helvege Alphonse ist 16 und eine 96 bis 6. Das wäre schön. Eine 69 bis 94. Ein Antritt ist ja schon mal nicht schlecht. Die Sprintgeschwindigkeit auch. Da kann man viel draus machen. Also den werden wir definitiv behalten. 75 bis 94 Liga-Verteidiger werden wir auch behalten. Und ein RF. Das ist die Sprintgeschwindigkeit 69, ist auch ausbaufähig. Da müssen wir mal gucken, ne? Aber wir haben jetzt auf alle Fälle schön für die linke und rechte Seite Ersatz. Das ist klasse.
So. Wie ich richtig gesehen habe, hat sich Quadrogo den Monatsspieler abgeholt. So, Beaumont hat die 65 geknackt. Rapid Wien wollten wir nicht. Da ist er doch. Zeig doch. So, das war Sandro Ingulic kann auch wieder. Sehr schön. Da ist er zur nächsten Saison fit. So, Blondeau hat jetzt die 66 geknackt. Charpentier die 67. Klasse. Ja, meine Jugendarbeit ist toll. Sehr schön. Der nächste Ziel, was erreicht ist. Ja, und damit dürfte dann die Saison beendet sein. So, gucken wir nochmal nach. Was haben wir denn da? Luca Meisel abgelaufen zu Salzburg zurück. Okay. So, außerordentlich zufrieden mit ihren Leistungen dieser Saison. Spieler und Mitarbeiter haben enormen Respekt vor ihnen. Sie haben die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht. Sowohl auf als auch neben dem Rasen. Wir würden uns über alle Maßen freuen, Sie auch nächste Saison im Verein begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand. So. Und damit werden wir dann auch die Folge beenden, wenn hier der Spielplan mal erstellt ist. Und da ist es. Und mit diesem Bild gebe ich zurück ins Studio. Nein, wir beenden die Folge. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hightower.